ins Gesicht. Es wird ein Bausparvertrag. Überraschung. Alles Gute zum Geburtstag. Aus dir mache ich mein Konfetti. Oh, ich bin heute wieder so schlagfertig. Sehr schöner Sprung. Und jetzt kipp um. Auch krass, was der alles aushält. Wir arbeiten dran, Marquis. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit für die Extraktion sind. Also sollen die mal nicht so rumheulen, ja? Die haben es gar nicht geschafft. So, pass mal auf. Ja? Du kleiner Pisser hier. Stopp. Nein! Ich häng fest! Ich häng fest! Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich häng fest! Das ist unfair! Ich komme nicht mehr raus. Mein Mann, das hängt fest. Elsa, was ist das? Ich will hier raus. Ich will zu meiner Mami. Gib Gas, du bist lustig. Fuck. Ja, ihr könnt ruhig auch alle drinnen bleiben, ihr Affen. Mein scheiß Mantis kommt nicht mal aus der Ecke da raus. Weiterkämpfen, Osiris. Wir müssen das Konzil erreichen. Natürlich steht er jetzt noch im Wraith. Also weg damit. Boah, Alter. Ja, keine Muni mehr. So, sobald ich mal keine anderen Gegner mehr habe aus dem Wraith, kann ich den Wraith einnehmen. Okay, wir haben einen Flakgeschütz hier. Wir haben einen toten Skyline. Huch! Wo sind meine ganzen Leute? Alle tot. Ja! Mein Mensch ist wieder frei. Vorsicht. Ich frage mich, wo der zweite Jäger ist. Wir sind immer zu zweit. Oh, schöner Schuss. Jetzt interessiert mich alles herzlich wenig. Ausweichen. Sehr schön. Weiter ballern. Das ist ja gar kein Problem hier alles, ne? Also. But I catch a grenade for you. Achso, habe ich meinen Satz eigentlich schon zu Ende geredet oder habe ich wieder vergessen, dass ich weiterreden wollte? Wie gesagt, das Unboxing-Video wird hochgeladen und da wird das Gewinnspiel neu auferlebt zum letzten Mal. Pipapo. Ich glaube, das wird sogar noch vor Halo, also vor dieser Halo-Folge.
hochgeladen. Wenn du durchhalten willst. Das ist nicht mal mehr kritisch, das ist kratisch. Aha! Aha! Wie viele kommen denn da noch? Ja, und das ist das letzte Mal, das ist das Gewinnspiel und dann ist Feierabend. Dann wird es irgendwann aufgelöst. Ende des Jahres spätestens. Damit nur noch Leute mitgemacht haben können. Welche Tür? Ach du Scheiße! Die ist von der Arsch und von der Schwuchtel! Wisst ihr? Ich hab sie alle fliegen lassen. Bereit halten, Maki. Wir haben den Gebieter fast erreicht. Bin bereit. Warum ist. Auf was? Vor, mit was ist sie bereit? Wir sind fast da. Ach, sie macht die Tür auf, oder was? Nicht übel, locker, das war nicht zu schwer. Es war so klar. Hey, wir sind hier, um euch zu helfen. Ja, tötet mal drei Leute. Jo, wir töten drei Leute. So, fertig. Und nu? Ja, kommt rein. Okay. Es könnte so einfach sein. Für jeden eine Granate. Fuck, die haben alle Flak geschützt. Geh weg. Boah, so ein Flakgeschütz Wraith steht ja auch rum. Boah, ich frag mich, ob man den auch im Kriegsgebiet kriegen kann, den Flakgeschütz Wraith. Das wäre so cool. Er würde nicht viel bringen, ne? Der kann eh nur nach oben schießen. Von daher. Der Exis hat letztens hier von so einem. Von den Wächtern hier so ein Flugzeugding. Hallo, das sind meine Freunde hier, ja. Und ich finde, das ist nicht in Ordnung, dass das einfach hier anders niedern ist, ja. Die hat sich entern lassen und überfahren lassen, ist die Schlichter noch gar so schlecht. Wir haben euch gern gesaved. Habt ihr es jetzt da hinten? Gebieter! Ach du Scheiße, was hat denn der für eine hässliche Stimme jetzt? Hört sich an wie Mr. Krabs. Die scheiß Gebieterstimme hört sich an wie Mr. Krabs. Was wollt ihr eigentlich? Seid ihr dumm? Ach, so kann ich das doch nicht ernst nehmen. So, dritte Sache, die mich an Haywood stört. Super geil. Ey, hätte schon keinen Bock mehr. Die ganzen epischen Dialoge werden sich jetzt voll dumm anhören, weil ich die ganze Zeit Mr. Krabs und Benjamin Blümchen vor Augen habe. Dr. Crawlhouse, Yu-Gi-Oh! Exo SpongeBob. Ist mir doch egal. Spartan James Locke, UNSC. Captain Lasky lässt grüßen und bedankt sich für die Kooperation. MND, vom Schatten ins Licht. Spione kündigen sich nun also an, Agent Locke. Ich bin jetzt ein Spartan. Ich weiß, wer Sie sind. Als Agent meldeten Sie sich freiwillig, um mich zu töten. Und heute habe ich Ihnen das Leben gerettet. Und nun jagen Sie einen anderen Spartan, den größten Ihres Clans. Was ist nur los? Lass den jagen. Er wird uns nicht finden. No! Cortana, Sie
hat auf jedes Gerät im Netzwerk zugegriffen. Sie weiß, dass der Wächter hier ist. Locke, das ist unsere letzte Chance. Sie haben die Feuerkraft, uns da reinzubringen. Sunarion ist die letzte Festung der Allianz auf Senghelis. Wir schlagen erst zu, wenn der Sieg uns sicher ist. Doktor, Osiris wird in Kürze starten. Halten Sie sich bereit. Ich mag Locke auch irgendwie nicht. Der fühlt sich zu cool irgendwie. Der fühlt sich irgendwie ein bisschen zu cool, finde ich. Die Waffen runter. Wir sind hier zu Gast. Zu Gast. Morgen. Verstanden, Doktor. Sind unterwegs. Was heißt hier vorsichtig, Mensch, hä? Was heißt hier vorsichtig, Mensch, hä? Was heißt hier vorsichtig, Mensch, hä? 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 Exo, du stehst über mir. Verdammt, jetzt würde ich mich auf ihn draufstellen. Okay. Hallo. Ja, kleiner Mensch. Fick dich. Arschloch. System hat mir wohl durchbrochen. Durch die menschliche KI, nicht die Allianz. Das ist Sabotage. Wir müssen reagieren. Wir bekämpfen einen Feind nach dem anderen. Heute die Allianz. Guck mal, der hat einen Fächer in der Hand. Sehr schön, kann sich Wind zufächern. Ja, Gebieter, pass mal auf. Deine Rüstung ist ja sowas von cool. Aber ein bisschen übertrieben mit dem Kopf, wa? Kann es sein, dass sich der Elite gerade mit dem Grunt ganz normal unterhalten hat? Ja, wo wollen wir denn hin? Oh, Herr Kleingewand hatte sich aber sehr enttäuscht an. Jetzt watschelt er wütend davon. Guck, wie wütend er ist. Explodieren die, wenn du ihn in den Kopf schießt? Nein. Schade. Ist der Bray Teile? Der wird gerade repariert oder so, keine Ahnung. Der Angriff auf Sunarion rückt näher. Der Banshee funktioniert einfach nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Finde es raus. Wir brauchen jeden Banshee in der Luft. Habt ihr den Antigravitationsantrieb geprüft? Das ist das Problem, Mensch. Oh, es ist ganz unterstes Niveau. Wenn zwei Männer gerade einer Maschine rumbasteln, ein dritter kommt und sagt mal, habt ihr eigentlich das und das schon gewühlt? Der Master Chief hat eine Weile mit Cortana zusammengearbeitet, oder? Ja. Eine Weile zusammengearbeitet. Freundin betrachtet. Ungewöhnlich, dass jemand eine KI so stark anthropomorphisiert, dass sie zu einer Freundin wird. Ungewöhnlich, aber kein Einzelfall. Oh, hallo. Ich gucke mich hier gerade ein bisschen, ich finde es halt mega cool. Ich will mich jetzt hier in Ruhe umgucken, mal gucken, mit wem wir noch so alles sprechen können. Und sowas, man kann, muss ja auch mal ein bisschen Zeit und sowas nehmen, ne? Es geht nicht immer nur... Okay, er ist auch dafür, dass wir uns bewegen. Gut, bewegen wir uns halt. Wir gehen zurück, ne? Hallo, euch hatten wir schon, ne? Ja, euch hatten wir schon. Ihr seid ein schönes Liebespaar. Nein, nein, ist in Ordnung, bleibt ruhig, ist in Ordnung, ist cool. Was haben wir hier? Mhm, eine Liebeshöhle. Ich kann die schlagen, ich will die Dinger schlagen. Was ist das denn? Ich wurde so nah am Gebiet postiert und bei den Göttern. Ich war ja nie so nervös. Ich wollte sofort meine Rüstung polieren. Aber dann habe ich mir überlegt, dass der Gebieter solche Eitelkeit verpönt. Ich sollte in der Schlacht mit meinem Banshee vorausfliegen und ihm meine besten Manöver zeigen. Aber hielt er mich dann nicht für leichtsinnig? Ich bin wie versteinert. Wenn ich könnte, würde ich mich vor den Kampf drücken, aber dann wäre er garantiert enttäuscht, oder? Tja, wenn man Angst hat, hat man halt Angst, aber... Ich habe die Akte über Tim Blau gelesen. Jeder kennt die Gerüchte über die ersten Spartans. Entführungen, Zwangsrekrutierungen. Ich wollte es nie wahrhaben. Ich weiß schon lange, dass die Geschichte voll mit Dingen ist, die man nicht wahrhaben will. Und es kommen immer mehr dazu. Alter, guckt euch mal die Hände an! What the fuck? Das sind Geschwüre! Das sind Elefantenmenschen! Sie haben da was in der Nase stecken, mein Herr.
Gesunde Zähne haben sie. Respekt. Ich kann mit dir reden? Tatsächlich. Schön, du hast einen schönen Sixpack. Ach du Scheiße! Ist das cool gewesen!